Man macht sich auch ein wenig unsterblich, wenn man hier das entscheidende Tor... Natürlich, und wenn das das entscheidende Tor ist zur dritten Meisterschaft in Folge, natürlich noch mehr. Und das war das Schulgespräch für die nächsten 3 Monate. Mindestens. Kriegt Frauen ohne Ende ab. Nicht nur auf den Schulen. Nicht nur da. Man wird auf der Straße einfach angesprochen, wenn man beim Hammer gewinnt. Ich kann ein Lied davon singen. Ja. Ja, ich auch. Klar. Hoffe ich. So, der erste Schubser von der Nummer 8 gegen die 10 von Bendorf. Ja. Ja, hier dieser Doppelpass mit der Bande ist sehr beliebt. Ja. Und trotzdem fallen immer wieder Leute rein. Es ist auch nicht einfach, den Doppelpass zu lesen. Das, vor allem, wenn man dann darauf spekuliert, geht er wahrscheinlich dann... oder ist die Chance. Oh, gutes Verteidigungsverhalten von Bendorf. Die Chance für Bad Ems, aber... Aber hier ist hier das altbekannte Problem. Die 4 angestammten Spieler von Anfang an wechseln sich natürlich ungern aus bei so einer Partie. Und dann ist immer die Gefahr da, dass die nachlassenden Kräfte und eine gute Chance für Bad Ems. Nee, dass sie sich einfach überschätzen und am Ende so platt sind, dass sie ihrem Team nicht mehr helfen können. Das ist natürlich klar. Nur die Frage ist auch, kann man die ersten 4 Spieler ersetzen? Ja, das geht aber größtenteils ums Ego. Man muss... Oh! Gute Variante. Der 10 hat ein wenig gepennt. Der darf nie im Leben der Bad Emser Spieler an den Ball kommen. Das geht ums Ego. Aber jetzt haben sie gewechselt. Das ist positiv zu erwähnen. Aber Bad Ems spielt immer noch mit den gleichen, oder? Ich habe das jetzt nicht so richtig aufgepasst. Also mir ist gerade aufgefallen, dass Bendorf zum ersten Mal gewechselt hat. Ja. Nach immerhin, lass mich 7,5 Minuten in der Halle. Das ist richtig viel. Wenn einer mal in der Halle mit Rundumbande gespielt hat, der weiß, um was es hier geht. Wie anstrengend das ist. Ach ja. Und jetzt wird der Ball von Bendorf weggeschossen, natürlich. 1-0 die Führung und natürlich spielt das Ego eine große Rolle. Wenn man allein vor dem Tor steht, also mindestens 20% mehr Tore würden fallen, wenn die Spieler nicht vor den ganzen Zuschauern glänzen wollen. Ja, einfach mal die Ruhe bewahren, unspektakulär. Den Ball querlegen zum Mitspieler hin. Ja, das ist der Punkt. Aber gut, das sind jetzt hier 18-, 19-jährige Spieler. Ja, das stimmt. Die kann man denen auch nicht übel nehmen, die noch nie vor so einer Kulisse gespielt haben. Aber wieder um das Spiel zurückzubekommen, Bendorf darf sich jetzt auch nicht zu sicher sein. 1-0 ist vor allem in der Halle nichts. Gar nichts. Also quasi... Jetzt hier zum Beispiel Einsteigerkonter. Wir haben so ein torreiches Turnier gesehen bisher. Und da wird dieses 1-0 wahrscheinlich auch nicht das Ende vom Lied sein. Nein, ich hoffe auch nicht für Sie, die jetzt eingeschaltet haben. Allein das letzte Halbfinale von Bendorf. Und! Oh! Gut gehalten vom Torwart. Allein das letzte Halbfinale, 11 Tore haben wir gesehen. Das ist schier unglaublich. Ja, das ist einfach das Erlebnis in der Halle. Ein Ereignis dieser Art gibt es nur einmal in Deutschland. Hier ist ja wieder ein Zuschauerrekord. Ja, auch. 3.700 Zuschauer. 3.795, ja, um 95 genau zu sein. Die Sache ist, es waren jetzt halt nur zahlende Zuschauer. Wir haben ungefähr noch sehr viele Helfer, was auch so positiv erwähnt ist, die das in ihrer Freizeit hier helfen, organisieren. Viele Helfer von den Schulen, die noch alle hinzukommen. Die sehen das, die Leute mit den roten und orangen T-Shirts, die hier rumrennen, das sind alles ehrenamtlich engagierte Leute, die dieses Event jedes Jahr wieder auf die Beine stellen. Langer Ball von Bendorf, aber abgefangen vom Abwehrspieler. Der 7er von Bendorf, von Bad Ems. Bad Ems hat mit der Chance. Oh! Aber der Ball. Wieder Pech. Wenn man einmal auch das Pech am Bein hat, da klappt, das ist ja auch ärgerlich. Aber nochmal auf die 7 zurückzukommen von Bad Ems. Ein sehr souveräner Ausputzer. Ist mir in den Gruppenspielen aufgefallen. Langer Ball, schöner Pass. Zwar hoch, aber trotzdem schön gesehen. Muss ich sagen. Konnte die Nummer 8 leider nicht annehmen. War auch schwer zu nehmen im Lauf. Ja, das stimmt. Alles Hobbyfußballer hier, also. Trotzdem hohes Niveau, muss ich sagen. Und man hört natürlich die Bendorfer Fans, die jetzt allen Grund zum Jubeln haben. Ihre Mannschaft führt im Finale 1-0 und ist auf dem besten Weg, das dritte Mal in Folge die Hallenmasters der Schulen in Koblenz zu gewinnen. Oha, jetzt hier. Hartes Deckel. Das ist auch schwer zu pfeifen, hier solche Spiele. Und der Abwehrspieler steht rechts unten, links unten ganz frei. Was wird er machen? Oh. Ein direkter Schuss. Aber direkter Schuss, zählt das eigentlich? Zählt natürlich nicht. Das war natürlich eher blöd. Hätte er jetzt den Torwart getroffen? Dann stimmt, ja. Dann hätte der Schuss gezählt. Das war wahrscheinlich auch seine Taktik. Und es ist nicht so, dass das nicht klappen würde. Nee, man sieht hier alles. Hier gehen zum Teil Dinge rein und
Gut, gut geblockt von der Nummer 3. Sehr gut seinen Körper reingebracht. Weggeschlagen. Natürlich nur noch 2 Minuten 8 Sekunden zu spielen. Aber die Zeit wird wieder angehalten, also. So, jetzt übernehme ich kurz mal allein. Mein Kollege muss gerade noch in Vertragsverhandlungen mit der Sparkasse Koblenz die entscheidenden Sachen regeln. So, immer noch. Jetzt geht natürlich Bad Ems langsam auf Angriff über. Aber ein dummer Fehlpass und Wiederaufbau. Die Nummer 10. Oh, der Schuss da kommt. Kann sich Bad Ems an ihrem Torwart bedanken. Jetzt klär ihn, Junge, klär ihn. Oh, das kann man pfeifen. Eine gute Leistung bringt heute. Ja, aber der Schiedsrichter muss an die Zeit denken. Schiedsrichter, denk an die Zeit. Ja, die Zeit aber läuft weiter runter. Weiter. Langes Ding nach vorne, aber... Oh, der Ball ging an die Decke. Bad Ems. Wie Sie wissen, in der Halle. Ball mit Deckenberührung heißt direkt indirekter Freistoß. Und jetzt könnte etwas herausspringen bei einem Freistoß. Ein indirekt. Ball. Und jetzt Schuss und... Oh, wieder der Siebener. Immer wieder der Sieben. Ja, er macht ein gutes Turnier. Er hat schon viele Tore gestern auch schon in der Vorrunde geschossen. So. Oh, Bad Ems am Ball. Zu weit vorgelegt. Wird der Ball jetzt reingebracht und... Guter Einsatz wieder. Ah, den Freistoß wollte er schinden. Den Freistoß wollte er schinden. Und die Uhr bleibt stehen bei 1:11. Aus unserer Sicht eher normal zu bewertender Zweikampf. Also eine kein gute Chance, wenn er den jetzt reinhaut. So, lange Ecke. So, gute Variante. Oh! Hintenrum. Das ist natürlich... Ja, sehr gut. Und wieder die 7. Rechts raus. Sehr gut gespielt. Sehr gut Flach gespielt. Reinbringen. Jetzt vertändelt er. Verdammt. Und jetzt läuft der Konter. Der schnelle Konter von Benno. Die Nummer 9, die Nummer 3. Ah, und das die Nummer ist die Sache mit dem Adrenalin und dem Ego. Der muss er einfach querlegen. Da wollte er sein zweites Tor machen. Und das 2:0. Das ist die Entscheidung. Nummer 3. Der Abwehrblock der trifft. Der Abwehrbühne. Das ist der Sieg. Der vermeintliche Sieg. Der für Trops, die Mannschaft aus Bendorf. Der Trops ist gelutscht. 2:0, noch 40 Sekunden, aber trotzdem, sie geben nicht auf. Ganz große Moral hier. Ganz hier große heißt Moral. Der Hund wieder Köter. Bendorf wird auch dieses Turnier gewinnen. Das dritte Mal in Folge. Ja, das ist ihn jetzt nicht mehr zu nehmen. Bendorf kann man nur sagen, wenn der Ball drin ist, dann ist er drin. Aber jetzt ein kurz Spiel dauert nicht 90, sondern hier 12 Minuten. Ja. Aber in den letzten 17 Sekunden ist kaum noch etwas zu reißen. Kurze Frage an dich. Ja? Die Nummer 7 von Bendorf, hat die jetzt durchgespielt, die kompletten 12 Minuten? Oh, der ist stark drauf. Der kennt aber nichts. Der ist plattgleich. Aber auch nicht sehr mannschaftdienlich. Nein. 10 Sekunden noch. In 10 Sekunden werden... So, starker Einsatz, jetzt kommen, mach... Oh. Aber jetzt... Ja. Jetzt ist es vorbei. Gratulation an Bendorf zum dritten Mal in Folge das Hammer in Koblenz gewonnen. 2007, 2008 und 2009. Was eine Serie. Ein Triple quasi. Ein Triple. Sehr hoch zu bewerten. Was ein Sieg. Und die Spieler liegen sich in den Armen. Und die Fans jubeln, was das Zeug hält. Die Korken knallen. Und jetzt kann das Gelage losgehen. Ein Gelage, wie es noch nie gesehen wurde. Da ist die Feldmanns-Arena ein Dreck dagegen. Durch das erste Tor mit der Nummer 9 und den zweiten Treffer durch die Nummer 3. Hier der Sieg für die Mannschaft aus Bendorf. Nochmal ein Dankeschön an die zwei Schiedsrichter, Robert Debken und Abdullah Kaman. Sehr gute Leistung gebracht. Wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen, unseren Fans. Und nicht zuletzt auch bei uns, dass wir das hier organisieren. Danke. Danke, Wolf-Dieter Boschmann. Bitte. So. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir melden uns noch nicht ab. Sie sehen jetzt im Anschluss noch das Cheerleader-Finale, nämlich den Platz 1 der Cheerleader und die Siegerehrung. Wir wünschen Ihnen dabei noch viel Spaß und geben jetzt wieder ab ins Studio. Vielen Dank für Ihr Interesse.